Sehr schön. Ein auf Konsti, zwei auf Stärke. Dann kannst du, ja. Kannst du da mal machen? Du kannst mal Überleben machen an sich. Vielleicht was auf der Karte noch. So, er hat Level 9 erreicht. Effekte von Wesen in der Nähe können dadurch. Ja, das ist aber. Mentale Festung. Das wäre natürlich interessant. Weiter Chancen verursacht Geistschaden beim Zielen. Das wäre natürlich genial, aber dann muss ich das ja auch durchskillen. Haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Wir hätten den Schildwall als nächstes. Abzuwehren, überwinden, der Charakter schlägt dreimal hintereinander, ja. Oh. Viel Geschick hast du? Alles mal ein Geschick rein, bitte. Nimm mal wieder das Überleben, das war ja hier das mit dem Aufspüren, ne? Ja, genau. Hoppala. So, ich würde nämlich gerne mal das da haben. Schildtaktiken. Das ist nämlich eine passive Fähigkeit, die vielleicht noch. Klar, der Bär hat eine Kettenrüstung dabei. Warum denn auch nicht? So, jetzt will ich aber gucken, was in dem Sack da drin ist. Lederstiefel. Ist nichts mehr. Damit haben wir das ganze Feld leergeräumt. Und der Bär war, glaube ich, optional. So, wir gehen mal einmal kurz ins Lager. Ins Lager, ins Lager, ins Die Lager. Verderbnis. Wie wollt ihr sie beenden? Hi, mit dir habe ich nicht gerechnet. Wir müssen gegen den Erzdämon kämpfen. Ist das alles? Er ist umgeben von einem Meer aus dunkler Brut. Wie wollt ihr ihn erreichen? Und wenn ihr dort seid, wie wollt ihr ihn dann erschlagen? Ihr sagt, ihr wärt ein grauer Wächter. Ich habe schon Geschichten über diesen Orden gehört. Was habt ihr gehört? Große Strategen und unüberwindbare Kämpfer. Das erzählt man sich von den grauen Wächtern. Bisher bin ich nicht sonderlich beeindruckt. Denkt ihr etwa, ihr könntet es besser? Ja. Das war direkt. Und ich weiß immer noch nicht, was das bedeuten soll. Wahrscheinlich nur. Ich könnte ja mal was probieren. Komm du mal her. Ihr und eure Freunde seid wirklich großartige Leute. Es ist gut, euch in der Nähe zu wissen. Ich bin mir sicher, ihr. Ja, laber nicht so viel. So. Ich will was testen. Wir haben ja die Alistair-Puppe. So. Quest absolviert. Ach so, ja, bei ihm ein Geschenk kaufen. Das war dann der Quest. Ist klar. Was sonst noch irgendwas, was hier. Hat der Quest jetzt eigentlich Erfahrungspunkte gegeben? Ich glaube nicht. So, ich kann ja hier zwischen allen schalten. Ich hätte gern mal Morrigan. Und hier drunter waren die, glaube ich, ne? Silvercash, ja, da muss die Puppe. Da ist die Puppe, aber vorher mal einen kleinen Speicher. Du. Nein, Morrigan, du kriegst die Alistair-Puppe. Ich bin euch dankbar. Das ist wirklich aufmerksam. What the hell? Okay. Was waren das jetzt für Fähigkeiten? Inspirierte Magie. Inspiriert durch die Führung erhält die Gruppe mittleren Bonus auf die Magie. Warum nicht? Dum-di-dum, gib mir mal ein paar mehr Bitte Geschenke. lasst es mich wissen, wenn ich irgendetwas für euch tue. Lass mich mal kurz gucken. So, was haben wir noch, wo ich genau weiß, wem ich das geben muss. Oder der Erinnerung.
Ich habe übrigens in Schloss von Radcliffe irgendein Teil nicht gefunden, was ich beim letzten Mal gefunden habe. Das weiß ich ziemlich exakt, wie mich das ging. Keuschatzgürtel könnte ich. Ich frage mich, für wen das gut sein würde. Der Schutzkragen. Stamm der Könige für Reldens. Und das einmal bitte. So. Quest absorbiert. Ja, Festtagsstreicher. Dankeschön. So, wir speichern nochmal schnell. Und ich guck mal kurz. Alistair, du kriegst von mir die Schränkung mal. Was? Wundervoll. Großartig. Danke. Okay. Das war jetzt nicht so. Warum kann ich dir das nicht geben? Nein, das geht so nicht. Komisch, aber ich lade mal kurz. Neu. Das sind extreme Geschenke, die müssen wirklich passen. Und ich weiß zwar, dass er ein Mitglied, also irgendwo ein Mitglied der königlichen Familie ist, aber... Ich hole mir jetzt einfach mal alle Geschenke. Ich hoffe mal, ich kaufe mal eins. Er ist ein Platz weg, das heißt, ich gucke, dass ich... hässliche Stiefel. Orlesianische Maske, die wäre vielleicht Luftseife. Das reicht erstmal. Schnell speichern. Ich möchte hier nicht so extrem abschmieren. Alistair, du könntest höchstens das kriegen. Und die graue Wächterpuppe. Daran könnte ich mich gewöhnen. Sehr schön, die graue Wächterpuppe war schon mal richtig. Diese Puppe, das Spielzeugfest spielt total geil. Hier kann ich gar nichts geben. Interesse. Schön. Gut. Du bist neutral. Aktuell noch. Genau das wollte ich Fähigkeit erhalten. Eins wird durch die Führung erhält der Bonus auf die Konstitution. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Genau das wollte ich erreichen, dass er da ein bisschen Boni kriegt. So. Ja, wuff, wuff, wuff. Wir gucken später mal. Alistair, ja. Oregon, Liliana. Schön. Ich liebe es immer noch, wie sie da steht. So. Wir sind aktuell beim Schlachtfeld. Das haben wir diese Flüchtlinge. Wir könnten zum Soldatengipfel, der ist ja hier direkt in der Nähe. Und das machen. Ich könnte die Sidequest weiterverfolgen und ich könnte vielleicht auch mal kurz. Bevor ich mache, glaube ich, erstmal die Sidequests hier fertig. Ja, die gehen jetzt natürlich nicht den kurzen Weg hier. Nein, die gehen hier den langen Weg außen rum und irgendwann mittendrin kommt ein Kampf. Natürlich. Bis man alle abgearbeitet hat. Irgendwann kommen nämlich, glaube ich, keine. Wie konnte ein Kind das überleben? Der Krater raucht noch immer. Es ist ein Junge. 5 Finger, 5 Zehen. Das ist alles, was für mich zählt. Der Erbauer hat unsere Gebete erhört. Lass uns nach Hause gehen, Martha. Und den Kleinen wie unser eigenes Kind aufziehen. Ich würde ihnen den Namen Clark geben. Ich liebe diese Anspielung. Natürlich. Ich muss kurz mal hier diesen Modi wieder aktivieren. So, wir haben hier einen Erzhaufen. Mit Metallerz eines Meteoriten. Was wir später noch gebrauchen werden, glaube ich. Ich habe nie rausgekriegt, wofür man es wirklich braucht. Sehr aber schön. Ich finde die Anspielung total geil. Ich hatte gehofft, dass das bald kommt. So, wir drücken F5 und rennen los, weil wir sonst keine Chance haben, rechtzeitig da vorne anzutanzen. Wir fangen da an. Beim letzten Mal war ich, glaube ich, nicht so hoch im Level. Brems.
So, hopp. So, ich schnetze mich auf jeden Fall schon mal gut hier durch. So, dann er noch. Okay, das ist gut. Alistair nutzt gerade einen Wundumschlag und du heilst ihn bitte mal. Und dann... Ich weiß nicht, auf wen zieht er gerade. Er zieht auf Alistair, das heißt alle auf ihn. So, wo haben wir meine Wundumschläge, die normalen, die starken und den mächtigen möchte ich noch nicht verwenden. Alle bitte auf. Wow, jetzt hat er den Feuerball gemacht. Kurz mal ihn hier. Das da nimmt man noch ein paar Drogen. Ich schau mir mal den rein. Und den. Weil ich... Bitte mal hier alle... Sehr gut. Du kannst auch mal einen Wundumschlag nutzen. Du nimmst die auch mal kurz ein. So, wenn der hier Geschichte ist, dann dürfte der Rest kein großes Problem mehr sein. Alle bitte... Ja, hier hinten mal erst aufräumen, bitte. Oh fuck, ich hab nicht aufgepasst. Egal, das dürfte so gut wie gewesen sein. So, dann hol ich mir bitte mal den hier. So. Alistair sieht soweit ganz gut aus. Wir können beide mal einmal einen auf den machen. Nur zur Sicherheit. Ja, die bangen sich jetzt hier so ein bisschen. Nein, 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 nein. So, erstmal da rüber. Und dann. Ich bin dran. So, dann kriegst du einmal den hier ab. Rems, rems, rems. Und dann war's das. Und dann kann ich hier schon mal anfangen. Das lief halt. Verdammt gut. Das lief wirklich verdammt gut. Es gibt eine Narbe. Verdammt. Ja, Morrigan, mecker nicht. Hey, ich muss das mal blockieren. Dauert nur einen Moment. So, und wir haben hier ganz viele auf. Großer Fehlerhaft. Was zur Hölle? Was zur Hölle? Warum hat der so Kram dabei? Da ist schon mal ein Wunderschlag, der großer Fehlerhafter. Was zum Teufel droppen die hier? Selbstverständlich. Ja. Zwei schwache Wundenschläge wieder drin. Weg zurück. Dem Erbauer sei Dank. Danke. Vielen Dank. Diesmal hat nur einer überlebt. Beim letzten Mal habe ich es geschafft, dass zwei überleben. Naja. So, dann hätten wir das auch. In der Holzkiste haben wir davon. Bis auf das haben wir, glaube ich, jetzt nichts mehr. So. Dann nochmal kurz ins Lager. Du. Einfach nur, weil Morrigan dann nämlich wieder, wenn man ins Lager zurückgeht, sind die Dingens weg, die dafür sorgen, dass man halt
Die ganzen Verletzungskrempel, ja, der ist weg. Der schön. So, wir gehen zur Karawane. Und werden natürlich angegriffen. Ist das der schlimmste Kampf, den ich mir vorstellen kann? Oder ist es nicht der schlimmste Kampf, weil ich habe nicht gespielt? Nö, es ist nicht mal ein Kampf. Es ist einfach nur ein Typ mit seinem Ochsen. Warum nicht? Habt ihr Geld, Fremde? Jetzt, wo Osama abgeriegelt ist, kann der alte Tigrin euch Rabatt geben. Beste Waffen, feinste Zwergenarbeit. Was geht in Osama vor? Ich bin aus zwei Gründen hier. Reisen und handeln. Versteht ihr? Na, lass mal sehen. Doom, die Doom, hast du da vielleicht irgendwas sehr Gutes mit Stats drauf? Zwergischer Helm. Das hältst du dann so an. Die Gunari-Kappe, die natürlich ein bisschen. Ja, die ist allgemein besser. Ah, hast du überhaupt irgendwas Gutes? Prunkrüstung, ja, die kann man aber später noch woanders kaufen. Mentale Widerstandskraft, das wäre natürlich auch interessant. Plus 1 Stärke. Gemälde der Rebellenkönigin. Da sind wir. Schwertschaft der Gnade. Das Schwert der Gnade. Form eines Schwertes. Nehmen wir den Gürtel mit. Ja, das Fähigkeitenbuch kann ich mir bei weitem nicht leisten. Explosionsbolzen, was zur Hölle? Als Bolzen nur. Ja, soll ich die Geschenke noch mitnehmen? Nö, ich habe ja noch meine übelsten Geschenke, die ich zwar noch nicht nutzen kann, aber dem ist nicht so schlimm. Ja, wer kann die eigentlich tragen? Gar keiner von denen. Gegenstand nicht ausrüsten. Sind die etwa für den Golem? Das würde einiges erklären. Und ich habe noch Kram. So. Plus Stärke wäre das. Ich habe ja mal den plus finanziellen Gewinn, damit ich ein bisschen mehr Kohle kriege. Was ist denn mit kritischer Trefferchance bei Fernkampf? Das ist schon so richtig. Hä? Warum ist der Set-Bonus denn jetzt plötzlich aufgeploppt? Warum auch immer, aber hier kann ich dann eben kurz mal. Was hast du denn an? Weder das noch das. Warum ist denn deine Ausdauer reduziert? Schon unterwegs. Das ist ein Bug gewesen? Dass er einfach nur nicht voll aufgeladen war? Ja, war ein Bug. Du machst dein Schild einfach noch bedroht. Brems. Sehr gut. Und das schmeißt du, glaube ich, gleich so auf automatisch an. Ansonsten hat er hier nichts. So. Dann wollen wir weiter zur Karawane. Und die ist natürlich überfallen worden. Dumm, die Turm. Ich glaube, hier war noch nicht mal ein Magier dabei. Doch, da ist einer bei. Gesandter. Direkt hier vorne. Es sind sogar zwei dabei. Aber die Genlocks hier kippen so schnell aus den Socken. Oh je. Danke. Gehen wir doch lieber zum Genlock hier über. Was ist das Siegel, was du da drauf hast? War das, dass du keine Heilung kriegen kannst? Nein, das war es nicht. Doch, es war ein Siegel, dass er keine Heilung kriegen kann. Gut, er ist tot. Ups, ich sollte vielleicht auch mal... So. Nun du dort.
So. Haben wir gewonnen? Ja. Ja, wir haben gewonnen. Ja, mecker nicht rum. Es läuft heute richtig gut. Ja, richtig gut. Das ist unglaublich.